Hallöchen, meine kleinen Zockermaden da draußen. Willkommen zurück bei Daylight mit eurer Zockermade. Ja, wir haben es geschafft. Was heißt, wir haben es geschafft? Wir sind aus der Ballerburg ins Freie an die Docks gekommen, von den Docks in irgendeinen Gruselwald natürlich gegangen, ist klar, ne? Ja, auf diesem Gruselwald waren diverse Ruine, da war irgendwie, ist da ein Friedhof gewesen, wir haben wieder Relikte eingesammelt, haben einen Schlüssel genommen, in Form von einer Puppe, haben uns verpisst, sind weggerannt, die Alte ist immer wieder aufgetaucht und der Jabberwocky lief da rum, irgend so ein Vieh, anscheinend war, ich schätze mal, es war auch hinter uns, ich hab's immer gehört, bam, 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 ich habe mich aber nicht umgedreht, weil ich zu viel Schiss hatte. Und dann sind wir hier durch und jetzt geht's weiter und jetzt muss ich... Klack. Jetzt können wir weiter in die Welt. Jetzt können wir wieder in die Welt von Daylight eintauchen. Wo sind wir hier? Weil Ziel ist es ja auch, wir müssen das hier irgendwie aufdecken. Es kann sein, dass es gleich wieder voll abgeht hier, weil... Keine Ahnung. Nee, kann nicht abgehen. Ich habe keine Bedrohung da unten. Es wurde gerade gespeichert. Ist meine Hand noch? Ich glaube, die ist gar nicht... Gar nicht hier mit diesen komischen Symbolen bestückt, die wir immer haben, wenn wir Relikte einsammeln. Ich muss sagen, das letzte Level, das war sehr wie Slender oder so. Ja, Olle. Das war sehr wie Slender, also insgesamt, weil ich sammle Sachen ein und verpiss mich. Aber es war ja auch in den Beschreibungen zu sehen. Alles klar, das ist hier auf jeden Fall ist das die ganze Konstruktion hier nicht mehr so sauber. Also, das haut nicht mehr hin hier. Da müssen wir verdammt aufpassen, weil wir keinen Abgang machen. Na, auf jeden Fall ist das alles wie Slender hier, ne? Also, richtiger großer Teil haben die aufgegriffen von Slender, aber das ist ja auch in jeglichen Beschreibungen oder so zu lesen. Das heißt, wenn wir hier auf... Ich glaube, wenn wir jetzt hier runterkommen, runterfallen sollten, kommen wir da wieder hoch. Alles klar, vielleicht müssen wir ja auch mal runter. Vielleicht ist da ja was Schönes. Naja, jetzt werden wir erstmal wieder ein Bildchen oder was lesen. Aha, GNC Investments. Zu Händen alle Mitarbeiter. Das Unternehmen hat sich dazu entschlossen, den Bau am Mid Island Hospice zu beenden. Alle Bauarbeiten sind ab sofort einzustellen. Alle weiteren durchgeführten Arbeiten sind nicht vom GNC Investments genehmigt und führen zu Vertragskündigungen. Alle bisher beschäftigten Mitarbeiter werden bis zum Monatsende ausbezahlt. Bei Fragen wenden Sie sich bitte telefonisch ans Hauptbüro. Vielen Dank, GNC Investments. Ja, alles klar. Also werden wir alle komplett gekündigt, weil hier geht es nicht mehr weiter. Die Gelder fließen nicht mehr. Der zuständige Bürokrat wurde wahrscheinlich abgesägt. Und dann kann man das so mafiamäßig nicht mal weitermachen. Also ich weiß es nicht. Ich glaube, wenn ich jetzt hier vorne hingehe, dann fällt mir was runter. Da hinten, alles da. Die Konstruktion ist nicht mehr cool. Also, ich mach mal hier mein Knicklicht an. Kann man wieder ein bisschen was sehen. Da hinten sind noch ein paar was zum Lesen. Ich würde sagen, ich gehe erstmal hier hin. Ah, alles klar. Klettern. Wir gucken nochmal hoch. Vielleicht muss ich jetzt hier auch hochklettern zum Schluss. Ah, ich glaube, ne? Oder? Ich weiß es nicht. Da ist der vermaledeite Wald, wo wir gerade drin waren. Der ist auch gruselig, ey. Das gibt's doch gar nicht. Ja, ich glaube, das ist gerade irgendwie voll für den Arsch. Ich weiß gar nicht. Hier kann nichts machen. Man kann ja auch nicht runterfallen, ne? Soweit ich das mitgekriegt habe. So, das war halt einfach scheiße. Ich weiß gar nicht, was da soll. Ach, da liegt wieder was. Okay. Alles klar. Ich habe da oben auch nichts gesehen, was da liegen. Fuck. Ja, wir sind auf jeden Fall leise. Es kriegt keiner mit, dass wir hier sind. Also wir sind hier richtig Mucks. Also wir haben hier voll die Ninja-Ausbildung gemacht. Es wird keiner mitbekommen, dass wir hier sind. New Kipling Herald. GNC Investments bricht Hospiz
Projekt ab 18. April 1987. Schlechte Neuigkeiten für New Kipling. GMC Investments hat das Hospizprojekt auf Mid Island unvermittelt eingestellt. Der Sprecher des Unternehmens, Tom Miller, hat den Einwohnern von New Kipling mitgeteilt, dass aufgrund des unsicheren und unberechenbaren Zustands der Erde GMC den Bau nicht weiterführen würde. Neben dem Abbruch des Hospizprojekts stellt GMC Investments auch jegliche finanziellen Zuschüsse für die aktuelle laufende Renovierung des Mid Island Hospitals ein. Das gesamte Personal wird von der Insel in andere Einrichtungen untergebracht und das Krankenhaus wird erneut geschlossen. Ja. Also, dass das hier nicht mehr so hinhaut, das wissen wir ja. Das sehen wir ja. Das bricht ja alles so ein. Jetzt geh ich mal zurück und krall mir den Brief da. Ja, und so geht eine ganze Nation den Arsch ab. Ich glaube, wir müssen hier runter. Guck mal, da gehen wir gleich mal hin. Da leuchtet es nämlich. New Kipling Herald, GNC Investments, Bericht Hospizprojekt ab, 18. April 1987. Über das abgebrochene Konstruktionsprojekt angesprochen, reagierten die Bewohner positiv. Die 65-jährige Gladys Stone Sound meinte etwa, seit diese Männer angefangen haben, auf Crow Island ihr Unwesen zu treiben, wusste ich, dass das Ärger bedeutet. In unserer Stadt weiß jeder, dass dieser Ort nicht gestört werden darf. Gladys ist nicht die Einzige, die diese Ansicht vertritt. Auch der Verband zur Haltung von Crow Island hat diese Neuigkeit gefeiert. Jennifer Flockhör? Wenn ich berichtigt mich, ne? Jennifer Flockhör, die Gründerin der Gruppe, hat angekündigt, sie wolle feiern, dass die Eindringlinge verschwunden sind. In jedem Fall können die Bewohner New Kiplings ein Ende der Tragödien auf der Insel erwarten. Okay, hat wohl. Da haben sie wohl die Meinung. Um mich in eine Versuchung zu führen. Ja, hier passiert doch gleich was. Alter, scheiße, was fährt. Raus hier. Alles klar. Nicht. Wenn es dunkel wird, dann ist er scheiße. Das heißt. Toll. Ich habe auch keine. Kein Knicklicht mehr, nichts. Ach, das sind. Was ist denn das? Ach, das sind so eine. Ich dachte, das wäre Wasser oder so. Aber guck dir das mal an. Das sind ja irgendwelche Schatten. Da ist. Die Hölle bricht. Au! Oh. Alter, was ist das denn gewesen? War gut, dass ich Nerven behalten habe. Und eine Fackel gezündet hat. Joe, nach weiteren Grabungen. Im Untergeschoss des Hauptgebäudes wurden 12 Gräber entdeckt, vorerst unbestätigt. Wir haben das Bodensonar verwendet und irgendwas ist definitiv dort unten. Die Jungs und ich haben vor, sie heute Abend auszuheben, um sie uns anzusehen. Ich werde vorerst mit niemandem darüber reden, bis wir wissen, was es ist. Vermutlich irgend so eine dämliche Indianergrafstätte. Das wird den Bau um Monate verzögern. Hoffen wir, dass es unbedeutend genug ist und wir es einfach vergessen können. Brian, alles klar. Da unten, ja, lass doch die Indianer mal in Ruhe, Alter. Das ist nicht cool. Guck doch, was hier abgeht. Die rasten aus. Alter, da sind sie. Geh da nicht rein. So, Alter, ja. Warum auch? Die ganzen Kackwege hier rumlaufen. Habe ich getan, ich bin weggerannt. Ich höre jetzt immer, ich achte jetzt darauf, was da steht und was die sagt. Wenn da steht, lauf, 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 dann mache ich einen Schuh und gucke, wie der blöd durch die Gegend. Wie ist der Boden? Ach, das sind Plane. Ich habe schon gedacht, ich habe schon gedacht. Wo sind wir denn hier? In Scheiße. Gehen wir wieder zurück. Ich gucke mir das mal hier so ein bisschen an. Es geht ja nicht, dass wir uns das hier nicht angucken, Leute, ne? Nachher übersehen wir noch irgendein Gespenst. Das geht ja nicht. Aber ich muss sagen, auch das ist eigentlich schön atmosphärisch hier immer noch. Also der Wald gefällt mir wesentlich besser als was denn da. Wesentlich. Das muss man ja mal sagen. Auch wenn es alles zusammengeklaut ist hier irgendwie. Die ganze Horror-Szenerie. Aber wir noch mal ein bisschen Story hier, die war ein bisschen.
halbwegs verfolgen kann. Halbwegs. Genauso, was hier los ist, weiß ich auch noch nicht so recht. The egg for home lives in all of us. Richtig. Und wieder in so einem Puffy, Alter, als es noch nicht war. Ja, ich mach mal wieder eine kleine Kerze an. Round and round. Rundherum. Mmh, ja super. Never find the end, never seen the beginning. Halt dein Maul, Mann. Ist doch nicht wahr. Okay, da ist die Tür, da komme ich nicht lang. Ich gehe nochmal geradeaus. Ist auch nix. Ich muss also durch diese Tür gehen. Die ganz anders aussieht als die anderen. Hä? Hier waren wir doch schon. Jetzt weiß ich nie, findest du den Anfang. Alter Wichser, Alter. Könnt ihr euch noch daran erinnern, wo wir hier waren? Ist hier irgendwas anders? Aber letztes Mal lag hier wenigstens noch ein Rucksack, Mann. Boah, ich bin schon ein bisschen in der Schiff gerade wieder. Mal ein Kackhaus gucken. Ja, das sollte ein bisschen mehr den Effekten. Jetzt zum Beispiel, wenn ich hier so um die Ecke gucke oder so, dann könnte das Spiel mich eigentlich mal voll erschrecken, eigentlich. NP wäre das. Welche Sterne würde ich denn hier komplett ausrasten? Nehmen wir die geilen Muschis, die er durch. Die er klar gemacht hat. Ah. Und zu, ist klar. Oh, hier sein. Master of Science ist weg. Nee, Master of. Was war das da? Keine Ahnung. Hallo, 13. Ich bin 13? 4. April 1988, Patientin 13. Ich fürchte, Patientin 13, geboren am 7. Juli 1987, in diesem Krankenhaus steht eine schwere Zukunft bevor. Nachdem ihre Mutter bei der Geburt verstarb, Komplikationen durch rapiden Blutverlust und verschiedene Narkotika in ihrem System, taten wir alles uns Mögliche, um Pflegeeltern für sie zu finden. Sie ist ein unvorstellbar liebes Baby und die meisten Schwestern kümmern sich besonders um sie. Kurz nach ihrer Ankunft haben wir nach Angehörigen in der Umgebung gesucht, aber unsere Recherchen haben uns in eine interessante Richtung gelenkt. Der Name Gwyn hat offenbar eine lange und bewegte Geschichte hier. Die ältesten Berichte gehen bis zur Legende der 13 Hexen zurück. Oh, ist das vielleicht eine Hexe gewesen, die alte, die einmal auftaucht? Die angeblich hier auf Mid Island getötet wurden. Die überlebenden Angehörigen der Familie Gwyn wurden anscheinend kurz darauf aus der Stadt vertrieben. Ich bezweifle, dass es eine Verbindung gibt, aber einige der abergläubischen Mitarbeiter halten die Zahl 13 für keinen Zufall. 13 leidet zwar nicht an fötalem Alkoholsyndrom. Was ist das denn? Fötalem Alkoholsyndrom? Alter Leute, klärt mich auf. Schon ein Alki, wenn du im Bauch bist oder was. Oder vielleicht war die Mutter Alkoholikerin, du hast das übernommen. Dadurch wirst du zum Alki. Erbsünde? Aber sie wird von regelmäßig wiederkehrenden Ohnmachtsanfällen geplagt. Einige der Ärzte hier glauben, es könne sich um Narkolepsie handeln, aber andere Symptome lassen mich daran zweifeln. 13 starrt manchmal stundenlang ins Leere. Sie verlangt nie nach Essen, sie schwankt zwischen Überschwänglichkeit und Katonie. Wie sollen wir ihr ein Zuhause finden? Ihre ersten Pflegeeltern haben sie zurückgebracht, weil sie seltsames Verhalten an den Tag gelegt hat und weil Dinge in ihrem Zimmer auf unerklärliche Weise über Nacht verrückt wurden. Einige der Schwestern sagen, ihre Mutter hätte sie mit einem Fluch belegt, aber ich glaube, sie hat vor ihrem Tod nur Unsinn geredet. 13 ist ohne Zweifel etwas Besonderes. Ich wünschte, ich könnte sie selbst aufnehmen. So kurz vor unserer Schließung muss ich gestehen, dass ich dich vermissen werde. Sarah Gwyn. Ich bin Sarah Gwyn. Ach, der sagt ja auch Sarah immer zu mir. Ich bin Sarah Gwyn. Ich bin Patientin 13. Ich bin komplett durch. Hab fötal, akul, irgendwas. Und hab immer flach meine Tasche. Mögest du mit Gottes Hilfe zu der Frau werden, die du sein kannst. Und nicht zu dem Produkt deines Erbes. Alles klar. Let's begin. Fangen wir an. You remember, don't you? Your poor mother, screaming in pain, gasping as she brought you here. All that time spent hiding, trying to protect you, failing to protect herself. All that time sick and wandering, only to be brought back here to die. How her heart sank when they wheeled her in, knowing in spite of it all, they'd find you again. You're quite lucky, you know. Despite having ended her life, she loved you, Sarah. She really did. The last thing she did protected you, cast you in light.
And yet, the darkness, you know. The blackouts, the blackness so thick you can hardly see. It kept them from you, Sarah. It kept you being you, even when you didn't know who you really were. Sarah, we're ready for you now. Wir gehen jetzt ab hier, Alter, hallo? Zeig euch mal Leuchtstäbe? Hab grad ein bisschen Angst, Leute. Spieldaten werden gespeichert. Check mal die Uhr. Kacke. Komm, das machen wir jetzt zu Ende hier. Ich bin zu neugierig, was jetzt passiert. Hallo? New Science. Wenn die flackern, dann geht's hier ab. Wisst ihr das noch? Dr. Mercer. Da kann ich hier lang? Boah. Alter, was war das denn? Alles klar, wir sind wieder in der Eingangshalle. Lauf, lauf, lauf. Aus ins Licht! Klar, Leute, was war denn das schon wieder für ein Kackende? Oh, Alter. Ja, ich würde sagen, durchgespielt. Zweites Horrorspiel, Let's Play. Ja, das Ende ist doch kacke, Alter, oder? Was war denn das jetzt? Naja. Ja, ich werde wahrscheinlich, wenn ihr wieder ein Best-of haben wollt, sagt Bescheid, ich mach's fertig. Gibt's auch wieder eine offizielle Meinung zum Spiel von mir. Habt ihr Verbesserungsvorschläge oder irgendwas? Schreibt es in die Kommentare. Aber vielen Dank, dass ihr euch mit mir geruselt habt. Vielen Dank fürs Zugucken. Vielen Dank fürs Mitfiebern. Mir hat wieder super Spaß gemacht. Es war geil. Ich habe schon ein paar andere Games auf der Liste, die ich jetzt zocken werde. Und ja, bis zum nächsten Mal. Eure Zockermade.